Servus Leute, was geht ab? Hallo, ich bin am Start und heute mal wieder mit einem Video und zwar folgendes. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, aber es ist Mitte des Monats und da kommt immer ein Paket zu mir. Obwohl, dieses Mal habe ich es abgeholt. Die Frage ist eigentlich, wo ist es? Wo ist es? Da haben wir es, weißt du, hier schön im Hintergrund, wird natürlich weitergearbeitet hier natürlich in dieser großen Produktionsstätte, in der ich hier meine Videos aufnehme. Deswegen will ich die anderen Leute gar nicht länger stören und wir fangen an mit diesem kleinen Unboxing hier. Wundervoll, liebe Freunde, auf geht's. Wie immer zeige ich euch, wenn ich es aufbekomme, come on, so, zeige ich euch zuerst, wie es aussieht. So, die Leute hinter den Kameras, die flippen aus, die 17 Kameras, huch, oh. Leute, ich habe schon was erblickt, was mir sehr gut gefällt. Und zwar handelt es sich um Folgendes. Ein T-Shirt, Freunde, es ist der absolute Wahnsinn, wie immer. Ein T-Shirt, ich finde es geil. The Legend of Soka. Das Gute ist immer, es gibt immer Sachen, die, von denen ich nicht weiß, womit die zu tun haben. Deswegen werde ich das sofort in dem Lootbook nachschauen. Ich reiße natürlich erstmal die Tüte hier auf und dann zeige ich euch das. Soka, das sieht aus ein bisschen wie, nee, ich sag's lieber nicht, weil sonst heißt wieder, Digga, was ist mit dir los? Mit was für Sachen vergleichst du das? Deswegen schauen wir da direkt mal rein. Oh, da sehe ich noch was ich euch auch gleich zeigen muss. Aber erst wollen wir hier dieses T-Shirt nachschauen. The Legend of Soka 1, Zelda. Ich hab an Zelda gedacht. Wer es mir jetzt glaubt, ist gut, wer nicht, ist mir auch egal. Aber ich habe an Zelda gedacht, wirklich, das ist wie so ein kleines Mannequin. Aussieht wie bei Zelda. Das finde ich gut. Und jetzt zeige ich euch erstmal, was ich natürlich persönlich sehr, sehr nett fand von den Leuten von Loot Chest. Kann ich euch auch nochmal als Bild hier besser einblenden. Hier seht ihr es nur, dass es wirklich so ist, dass ich da drin bin. Ich bin im Lootbook, Leute. Ich kleiner Knirps, bin im Lootbook. Sehr geil, vielen Dank dafür. Aber wir machen weiter. Ich war mit meinem Zelda-Gedanken gar nicht so schlecht, Freunde. Guckt es euch an. Links Glas. Es ist nicht zugeklebt. Wir können es direkt rausholen. Oh nein, falsch rum. Tada! Boah. Guckt euch das an. Mit Schwert und Schild und Bogen, beides. Super. Okay, das wird auf jeden Fall mein neues Schreibtischglas, wo ich morgens immer meine... Oh, ich sehe schon das nächste, mein Glas Milch trinke. So, hier haben wir einen Chupa Chups. Wer mag einen Lolli? Was für ein Lolli? Ja, das dachte ich mir. Alles klar. Einfach nur hinter der Kamera. Konnte man jetzt natürlich leider nicht sehen. Ich meine, ein paar Kameras haben es vielleicht aufgefangen. Einfach nur so. Sehr, sehr geil. Was haben wir noch? Marvel. Marvel finde ich immer sehr geil. Marvel mag ich. Und zwar haben wir hier Vinyl Bobblehead. Reißen wir natürlich direkt mal auf. Das ist immer. Das sind immer die schönsten Parts im Video. Wenn Halori zum Beispiel gegen sein Ansteckmikro schlägt, um dieses Ding hier aufzumachen. Ein Bobble, 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 Bobble. Muss ich das jetzt aufreißen? Ich reiße es auf, ich bin nervös. Marvel ist immer geil. So, hier aufgerissen. Hoffentlich habe ich jetzt nichts kaputt gemacht. Weil das ist irgendwie so komisch verpackt und hier ist so geriffelt. Und hier ist es so ganz besonders verpackt. Dann ist es noch in einer schwarzen Tüte. Das sieht aus wie so eine Hundescheiße-Tüte oder so. Also ohne Witz. Jetzt mal ganz im Ernst, so Tüten verwendet man, um Hundehaufen wegzumachen. Wir reißen es einfach auf. Wow, guckt euch das. Geil. Guckt ihr den Kopf an. Wie einfach. Er kommt gar nicht klar. Ich versuche es todesstill zu halten. Und der Kopf einfach so. Alter, was ist mit dem los, Bruder? Bleib locker, bleib locker. Ja, sehr geil. Aber ich muss sagen, ich hätte lieber jemand anders drin gehabt. An Loot Chest, wenn ihr demnächst die Dinger packt, ne? Da packt mir bitte Deadpool rein, wenn es geht. Wenn jemand von Loot Chest dieses Video sieht und ihr zufällig noch einen Deadpool da rumstehen habt, ihr kennt meine Adresse. Oder ein Mitarbeiter von euch kennt die zumindest. Was haben wir noch? Doom, Vinyl-Sticker, schon wieder Vinyl. Warum ist das eigentlich ein Vinyl-Bubblehead? Vinyl steht das für Plastik oder was? Ah ne, bestimmt wegen der Beschichtung. Was ist, wenn man dem den Kopf abreißt?
Oh, der ist geil. Eigentlich müsste ich den mir so auf die Schulter klopfen oder so. Ja. Egal, wir haben noch einen Vinyl-Sticker von Doom-Sticker, finde ich ja, habe ich ja schon mal gesagt, finde ich immer mega geil. Und was haben wir noch? Oh, The Hunger Games Mockingjay Teil 2. Spotttölpel, auch auf Deutsch genannt. Krass, ein 200-teiliges Puzzle. Kann man auch mal machen. Da wird sich auf jeden Fall jemand freuen, den ich kenne. Der steht da drauf. Und was haben wir hier? Ne. Ein Jutebeutel. Ein Jutebeutel. Wie geil ist das denn? Mit R2D2. Definitiv R2D2. Leute, damit ist die Lutsche auch schon leer und ich kann demnächst. Hey, ich krieg irgendwann, wenn man so jahrelang mit der Lutsche zu tun hatte, hat man einfach so ist man so komplett ausgestattet. Den Vinylkopf kann man zum Beispiel in sein Auto reinkleben. Mit dem Jutebeutel kann man einkaufen gehen. Mit den T-Shirts bist du ja sowieso bekleidet. Irgendwann brauchst du nur noch eine Hose oder du nähst dir dann aus den ganzen T-Shirts, die du bekommen hast, eine Hose, Unterwäsche, Handtücher. Du kannst es natürlich auch zum Abtrocknen benutzen, nach dem Saubermachen. Also, Freunde, es war wieder geil. Natürlich ein Glas hast du auch. Demnächst ist bestimmt auch noch ein Teller drin und Besteck. Leute, es ist mir immer wieder eine Freude, die Lutsches auszupacken. Und ich kann euch noch Folgendes sagen, was ich jetzt ankündigen werde. Ankündigung. So, Freunde, ich bin ja immer fleißig am Livestream. Immer Mittwochs und Sonntag. Sonntags, das hat noch gefehlt. Es kommt meistens dazu, klar, war ich jetzt Mittwoch und Sonntag zum ersten Mal im Stream, aber jetzt ist es wirklich regelmäßig so. Und ich werde dann einmal im Monat immer die Lootchest verlosen unter den Zuschauern. Ich werde mir natürlich die Sachen rausnehmen, die, auf die ich Bock habe, und den Rest werde ich verlosen. Nein, also da wird auf jeden Fall dann immer viel ankommen noch bei euch. Und ja, seid einfach bei mir im Stream am Start. Hier unten ist der Link zu meinem Stream. Und vielleicht werde ich dann sogar mal ein Live-Unboxing machen. Habe ich mir auch schon überlegt. Also, Leute, wenn ihr darauf Bock habt, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr gut drauf seid, dann gebt den ganzen Daumen hoch. Abonniert das Ganze, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr auch eine Lootchest habt und wie ihr die fandet. Okay? Gut. Leute, das war's für das Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin und tschüss.